Ich schieße von hier, weil ich ein Profi bin. Michael Jordan. No! Fuck. Kobe! Moin Kinders, willkommen zu Slime Rancher. Ich bin so entzückt, denn ich habe es auf der Xbox gespielt. Und ihr wisst ja, wie das mit den Konsolen ist. Ich bin eigentlich Fan, aber die Stärke ist vor allem im Vergleich zu meinem PC natürlich jetzt nicht so stark. Und darum konnte ich es auch nicht in 1144 Millionen FPS spielen, alles klar. Was? Okay. Es ist so ein edles Spiel. Ganz weit weg von der Erde ist die Beatrix. Das ist Beatrice. Und das sind Karotten. Und das hier sind Schleimbollen. Guck mal da. Und jetzt passt auf. Ich kann Zeug einziehen. Ich kann es auch wieder ausschießen. Und wisst ihr was? Ich bin ein Rancher. Ein Slime-Rancher. Das heißt, ich nehme die Schleimbeutel und kann sie hier reinschießen. Die können da aber nicht raus. Das ist ein Schleimfeld, sozusagen. Ein Schleimbeutelfeld. Die Schleimbeutel essen auch was. Der isst den Scheißen hier. So. Und dann kacken die was aus. Und zwar Plots. Und die kann man hier verkaufen. Guck. 9 Gold. Ich verkaufe. Es ist so ein ultra edles Spiel, weil du halt eben ab jetzt rumexperimentierst. Es gibt nicht großartig Tutorials, du bist einfach hier und dödelst vor dich hin. Ja? Sammelst Plots ein, generierst Geld. Ich schieße von hier, weil ich ein Profi bin. Michael Jordan. No! Fuck. Kobe! Das ist unsere Butze. Ja, total schönes Haus. Da hinten geht's runter. Da stirbt man. Das ist unser erstes Feld. Ja? Alleine dieses Feld können wir aufleveln. Mit höheren Wänden, mit einem Netz oben drauf, mit automatischen Plot-Kollektoren, die eben diese Kacke von ihnen, wir nennen sie ab jetzt noch Kacke, einsammeln und so weiter und so fort und wir können es kaputt machen. Und wir können hier noch eine hinbauen, hier drüben noch eins hinbauen, da hinten kann man Zeug hinbauen, also hier, diese drei Felderchen, zwei. Da oben geht es auch zu einem gesamten Areal, das man freischalten kann. Das ist ein dickes Huhn, das essen die glaube ich auch. Oh mein Gott, das Huhn, dankeschön. Da hinten gibt es Areal, die man freischalten kann und es gibt die freie Welt. Guck mal, hört auf zu essen, die können mir die Karotten. Verpisst euch, Alter. Guck mal, wie sie hier schon ihre Kacke ausgeschissen. Dankeschön, Leute. Ach, lecker. Na, hier gibt es schon mal, wir sehen unterschiedliche Früchte. Und wenn man jetzt hier rüber geht, guck mal, gibt es auf einmal neue Viecher. Kann man die kreuzen, vielleicht? Was ist hier hinten? Noch mehr. Andere Hühnchen, andere Viecher, Kätzchen. Wir haben jetzt einiges eingesammelt. Ja, 20 Slimes, ist natürlich krass. Guck mal da. Was bedeutet das denn jetzt? Das ist ein Largo und das ist ein Hybrid. Da wird er rechts erklärt. Der ist gemischt aus einem rosanen, wow, und einem blauen mit Spikes. Kannst du bitte mal jetzt das Ding essen? Hey! Habt ihr noch ein bisschen Kacke? Ah, danke. Oh, Kacke, hallo. Ah, nee, ich bin voll mit Kacke. Okay. Blub, 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 blub. Wir haben jetzt gleich 500. Wir wollen uns natürlich voll die Erweiterung kaufen für unser erstes Gehege, ja. Ich schieße mal unsere Schleimi-Boys rein. Okay, Leute, Fütterungszeit. Fuck, erstmal eine Karotte voll gegen... Oh, oh, oh. Nice. Wir haben jetzt halt noch keinen automatischen Sammelautomat. Automatischen Sammelautomat. Wir haben Ausbrecher. Hier, ess das. Nein, du sollst da drin essen. Da drin! Kobe! Hört auf so zu lachen, ihr seid doch in Gefangenschaft, Leute. Was gibt's da überhaupt irgendwie? Ich weiß auch nicht, was die haben. Gib mir eure verschissenen Plots. Sammle ich euch halt auch auf, ist mir egal. So, rein mit euch. Alleine schon hier dran kann man erkennen, wie viele verschiedene Viecher es gibt, beziehungsweise geben wird. Und was man alles mischen kann. Wir machen jetzt unsere allererste Verbesserung hier dran. Und zwar unseren automatischen Kollektor. Putschase. Das heißt, wir haben da jetzt unsere erste Produktionsstätte. Die sogar, wenn wir noch ein bisschen Cash, noch ein bisschen Cash einnehmen, komplett von alleine läuft. Jetzt heizen wir hier mal ordentlich ein, Leute. Ich brauche Cash. Komm her. Ach ja, genau. Und es gibt überall solche Geheimnisse, sag ich mal. Ja, hier. Oh, sehr schön. Gut. Natürlich fragen sich jetzt die klugen Bolzen unter euch, was passiert, wenn ich jetzt so einem Dicken was zu essen gebe und der gekreuzt ist. Dann macht er zwei Kothaufen. Einmal seinen Hauptkothaufen und dann einmal so einen anderen. Und die Ultraklugen denken sich jetzt, warum kreuzst du die jetzt nicht schon dort drin? Warum machst du das nicht? Tja, ich mach's jetzt, Leute. Wir brauchen nur noch ein bisschen Cash, um hier die Mauer eben zu erbauen. Hey, Leute, der Essen rausgeschmissen. Die Blauen haben halt Flügel, ne? Die können da leichter rausjuckeln. Ach ja, das Spiel habe ich von den Entwicklern geschenkt bekommen. Vielen Dank dafür. So ein bisschen zum Zeigen. Jetzt passt auf, die Frage ist, wie kann man jetzt überhaupt die Tiere kreuzen? Juckeln die dann oder was? Nein. Ich guck, was der Blaue braucht. Er braucht Früchte. So. Haben wir hier noch irgendwo Früchte rumliegen? Ich nehme die Karotten schon mal für später mit, aber ich brauche... Aua, aha. Denn man kreuzt die Tierchen, indem man ihnen die Kotbatzen gibt, die anderen auskacken. Klingt jetzt erstmal eklig, ich weiß. Und du, iss! Gib mir ja shit! Und wenn ich jetzt hier mit hingehe zu unseren Boys, ja,
und denen da mal so ein Ding reinschießt, dann frisst es irgendjemand auf und wird zu einem dicken, fetten Fettwanst. Aber jetzt können die rausfliegen. Das ist sehr schlecht. Bitte bleibt noch kurz da drin, bis ich genug Geld habe. Vielen Dank. Leute, könnt ihr mal auch blaues Zeug auskacken, bitte? Hallo? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Stopp! Fuck! Nein! Wir haben zwei Ausbrecher. So. Bumm. Higher Walls. Guck mal, wie schön hoch das ist. Oh, jetzt aber rein mit euch, ihr Gauner. Man fliegt ja gerade davon, oder was? Nein, nein, nein. Sehr schön, sehr schön. Der ist drin geblieben. Der ist drin. Wir brauchen halt auch noch echt die Decken. Also, die sind ganz wichtig. Junge, jetzt komm doch mal her. Also. So, wir haben drei Fette. Das ist gut. Das ist gut. Also, man sieht hier, wie groß die Welt ist. Man kann so unglaublich weit hier schlappen und so viel entdecken. Aber unsere Produktion läuft da eben noch nicht. Hier können wir auch nicht weitergehen, ja? Ich als Großproduzent muss natürlich gucken, dass die Kacke sprießt. Ja, logisch. Und ja, ich weiß, sehr, sehr viele von euch wollen natürlich Katzenslimes haben. Ganz klar. Wir machen eine leckere Katzenmischung. Aber fürs Erste brauchen wir zumindest eine kleine Produktion, die am Start ist. Wir gehen noch ein Stück weiter hier hinten hin. So, da sind die blauen. Da hinten ist wieder so ein Haar. Und da sind ganz viele Früchte. Die brauchen wir. Die brauchen wir. Und das? Wir haben die Map freigeschaltet. Na also, das hier ist die erste Map, der erste Teil der Map. Unser Haupthaus ist hier. Aber egal, wir haben jetzt ja gleich genug Früchte für... Oh nein, hört auf, das zu essen. Och, jetzt, die naschen dir echt alles weg, die Schweine. Okay. Kobi. Ich bin Kackepettler. Ja, was uns natürlich diese gesamte Fütterei viel einfacher macht, ist folgender Fakt. Wir können ein Coral bauen, also da leben die. Wir können aber auch einen Garten machen. Oder eine Farm. Für Hühner. Komm, was kostet denn so ein Garten hier? 250. Gönn ich mir. Bumm. So ein Garten ist komplett einfach. Ihr nehmt irgendwas, was ihr anpflanzen wollt. Bumm, Schakalaka. Und schmeißt die hier einfach in den Garten rein. In dieses Sternchen. Zack. Und schon wächst so ein Ding. Habt ihr noch was verschafft? Ach Leute. Was kostet eigentlich der Spaß da hinten? 1700. Alles klar. Wir brauchen eigentlich noch mehr Gärten und so. Habt ihr noch Schotter hier? Ah ja, sehr gut. Gib mich alles her. Was ist hier hinten los? Aha, oh oh, tödlich, Vorsicht. So, die sind jetzt ziemlich böse, aber ich renne einfach durch, weil ich ein Gauner bin. Ja, ja, Früchte, Früchte, Früchte. Geht weg. Da ist die Henne. Ne, halt, die brauche ich. Nein. Oh, Katzenplot. Gib mir das hier. Früchtechen. Boah, Leute, sind da viele dran. Die Produktion kann anlaufen. Was geht mit denen da unten ab? Das ist eine Versammlung da. Ist die genehmigt? Wir können jetzt gerade mal darüber gehen, über diesen Steg zu dem Oberfettwanst. Den könnte man jetzt füttern und dann bekommt man was raus. Guck mal hier. Werd fett. Ach, ja shit, jetzt habe ich alles verbraucht. Oh nein! Suizid. Das ist schlimm. Mann, ey! Unsere Fetten sind abgehauen! Nee. Unsere ertragreichsten Fettschweine sind abgehauen. So, wir brauchen erstmal kleine, Leute. Das geht so nicht. Also, hier sind erstmal eure neuen Gefangenen. Ich brauche eure Plots. Gebt alle her. Ein, drei, naja. Es lohnt sich ja eigentlich erst, die zu füttern, wenn wir die blauen drin haben. Aber dafür brauchen wir genug Cash für... Ja, nee, ich muss die füttern. Oder wisst ihr was? Moment mal. Was kostet die verschissene Decke? 400. Gottes Willen. Und das hier ist so ein Handelsding, ne? Da kannst du dann, wenn du da so ein Hühnchen und so eine eckige Erdbeere reinmachst, kriegst du das. Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. So, Monsieur, bitte. Werden Sie ultrafett. Ja! Huhu! Oh Gott, da ist der erste Schlüssel, Leute. Warte, warte, die Kiste kann man, glaube ich, einfach so aufmachen. Oh, was ist denn das? Der Schlüssel ist am Start. Was ist da drin? Außer, was ist denn das? Was zum Hinstellen oder was? Jawohl, Karotten. Gib mir das Shit. So, hier sind unsere Ornamente. Das dreht sich irgendwie. Damit jeder Bescheid weiß, wer hier wohnt. Karotte! Guck, wie sie sich freuen. Okay, wisst ihr was? Da wir jetzt die Möglichkeit haben, ja auch nochmal auf was ganz Neues umzusteigen, werde ich jetzt einfach Katzen nehmen. Und wir laufen im Sauseschritt. Ich nehme direkt so ein Kätzchen mit. So, Leute, hier ist euer neuer Mitbewohner. Bitteschön. Und jetzt... Hier, nasch mal direkt was. Und du auch? Jawohl, wir kriegen direkt mehr Katzenviecher, weil die am Naschen sind, ne? Und jetzt schön den Rest pushen. Oh, oh. Gott, springen die hoch. Oh, shit. Oh, shit. Ja, komm mal her, Kätzchen. Komm mal her. Komm, nasch. Nein, 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 nicht ihr. Nicht der Rest. Das, sag mal, warum ist der jetzt auf dem drauf? Alter, verarscht ihr mich gerade? Ja! So, Leute, jetzt brauche ich aber wirklich dringend Cash hier. Komm, haut mal rein. Oh, nein, die fliegen gleich wieder raus. Bumm. Jetzt seid ihr schön eingesperrt, Kinder. Fütterungszeit. Ba, 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 ba. Und die zweite Anlage beginnt. Da werden wir diese Rocks kreuzen mit schwebenden Nachtschwärmern. Mhm. Produziert mir Gewinn. Okay, wow, es ist echt voll da drin. Das Gute ist, dass die einen Gemüse essen und die anderen Früchte. Das heißt, wenn wir sie gekreuzt haben, können wir beides verfüttern. Wie sie alle tanzen. Okay, haut rein. Ich kann es gar nicht mehr reinschießen, weil die so fett sind da drin. Ja, für die Boys hier drin brauchen wir erstens ein Solarschild. Haben wir gleich. So. Und wir brauchen High Walls. Und wir brauchen dann auch noch ein
Netz. Aber das machen wir dann später. Könnte vielleicht sogar jetzt noch reichen. Hier mit dem Rest. Auch Gold doch. Bumm. Fertig. Jetzt müssen wir nur noch füttern. Bitteschön. So, du isst es. Und die anderen essen deine Ausscheidung. Ganz normal. Hier. Ja. Habt ihr noch was übrig gelassen irgendwo hier? Oh, shit. Ich hätte da gar nicht mehr rein. Oh, ich hätte den fast weggeschossen komplett. Okay, warte. Ah. Ja. So, hier. Und bitteschön. So ein automatischer Sammler wäre echt sinnvoll da drin, ne? Ich habe jetzt mal 5 Pink Slimes geholt, weil die anderen andauernd ausbrechen. Ich weiß nicht, ob es zu voll ist oder ob die einfach bankert sind. Ich habe keine Ahnung. Aber es... Halt!